Ich heiße Randall Reed. Ich habe 9 gebrochene Knochen, aber ich bin nicht in einem Unfallkrankenhaus, sondern im Krankenrevier des Indian River County Jail in Florida. Ich bin hier gelandet, weil ich Streit mit meinem Boss hatte. Fass mich nicht an! Wir haben uns geschlagen und ich habe ihn erschossen. Auf der Flucht vor der Polizei bin ich mit dem Auto verunglückt. Sie haben mich festgenommen. Nun sitze ich in Untersuchungshaft und warte auf den Mordprozess. Nach 3 Monaten im Krankenrevier hatten mich die Ärzte für gesund genug für den Hochsicherheitstrakt erklärt. Ich wurde mit Vergewaltigern, Mördern und Gewaltverbrechern zusammengesperrt. An einem Menschen interessieren mich immer die Augen. In ihnen erkenne ich, ob er anständig ist. Da war gar nichts bei Rondell. Er ist es einfach nicht. Dass ich hier blieb, kam für mich nicht in Frage. Ich war schon 5-mal ausgebrochen und würde es wieder tun. Sie sind hier jeden Tag 23 Stunden lang eingeschlossen und kommen nur zum Hofgang oder für einen Gerichts- oder Arzttermin aus der Zelle raus. Ich suchte nach Lücken im Sicherheitssystem. Wir waren unter dauernder Beobachtung. Die Wärter überwachten uns durch Einwegspiegel, überall waren Kameras und stündlich gab es Zählappelle. Das Wichtigste sind die Zählappelle in jedem Trakt. Da wird in jeder Abteilung gründlich überprüft, ob alle Häftlinge da sind. Auch außerhalb des Hofes erfassten Kameras das ganze Gelände. Und überall waren Wachposten. Während des Hofgangs waren Wärter auf den Wachtürmen. Sie waren mit Gewehren und Pistolen bewaffnet. Trotz der strengen Bewachung war ich entschlossen, auszubrechen. Ich fragte Mithäftlinge, ob sie Schwachstellen kannten. Dabei erfuhr ich, dass einer schon seine Flucht plante. Er hieß Levi Taylor. Levi war des Mordes angeklagt und wartete auf seinen Prozess. Auch er wollte den Rest seines Lebens nicht hinter Gittern verbringen. Er galt als gefährlich, denn sein Strafregister wies ihn als gewalttätig aus. Ihn erwartete eine lange Strafe. Ich wartete auf den richtigen Moment. Ich habe von dir gehört. Was hast du gehört? Ich sagte Levi, dass ich abhauen wollte und Erfahrung im Ausbrechen hatte. Ich bin schon öfter ausgebrochen. Er dachte kurz nach und meinte, ich könnte ihm helfen. Bis später. Wir wollten gemeinsam ausbrechen. Ich zog in Levis Zelle. Die Wärter schöpften keinen Verdacht. Wir konnten einziehen, wo wir wollten, solange die Zahlen beim Zählappell stimmten. Als uns keiner hören konnte, besprachen wir den Plan. Erstaunlicherweise lag ein Fluchtweg direkt vor unserer Nase. In unserer Zelle war ein Lüftungsschacht. Hinter dem Lüftungsschacht war ein Vorratsraum, dessen Tür zum Hof führte. Wenn wir durch den Lüftungsschacht und die Tür nach draußen kämen, könnten wir zum Zaun laufen und drüber klettern. Aber es gab ein Problem. Was ist mit den Stangen? Der Schacht war mit Stahlgittern gesichert. Wollten wir in den Vorratsraum gelangen, mussten wir die durchsägen. Levi hatte das schon bedacht. Vor einiger Zeit hatte ein Mithäftling ein Eisensägeblatt eingeschmuggelt und es in einem Buch in der Bibliothek versteckt.
Levi hatte es an sich genommen. Damit wollten wir die Eisenstangen durchsägen. In der Nacht warteten wir den letzten Zählappell ab, um dann mit der Arbeit zu beginnen. Wir hatten genau eine Stunde Zeit, bevor die Wärter wiederkamen. Die Zählappelle liefen immer gleich ab. Sie sollten sicherstellen, dass alle Häftlinge noch da waren. Die aber kannten das Schema und wussten, wann wir kamen. Okay, fangen wir an. Um sägen zu können, mussten wir zuerst das Gitter abnehmen. Und dazu mussten wir die Schrauben rausdrehen. Endlich konnten wir beginnen. Doch als ich anfing, stieß ich auf ein großes Problem. Die Stangen waren aus gehärtetem Stahl. Ich konnte versuchen, so viel ich wollte, das Sägeblatt richtete nichts aus. Warum zersägst du nicht die Halterung? Statt der Stangen zersägte ich nun die Halterungen, in denen die Stangen steckten. Es klappt! Die Halterungen bestanden aus weicherem Metall, durch das die Säge hindurchging. Endlich kamen wir voran. Ich sägte so lange, bis es zu still im Gefängnis wurde und man mich hören konnte. Okay, das reicht. Morgen machen wir weiter. Schluss für heute. Ich brachte das Gitter wieder an. Obwohl alles gut lief, hatte ich immer Angst, dass die Wärter unsere Arbeit am Lüftungsschacht entdecken. Würden sie die Zelle filzen, war es mit der Flucht vorbei. Zum Glück bemerkten sie nichts. Jede Nacht dasselbe. Wir warteten den letzten Appell ab und sägten dann an den Halterungen. In mancher Nacht war es so still, dass wir nur wenige Minuten sägen konnten. In anderen Nächten war es lauter und wir konnten länger arbeiten. Schließlich hatten wir in harter Arbeit die Halterungen durchgesägt und konnten die Stangen herausnehmen. Wir wussten nun, dass wir in den Vorratsraum kamen. Jetzt mussten wir überlegen, wie wir draußen vorgehen sollten. Okay. Levi, hier ist mein Plan. Um zum Zaun zu gelangen, mussten wir über den ganzen Hof laufen. Wir wussten, dass die Wachtürme nachts nicht besetzt waren, aber die Kameras liefen rund um die Uhr. Das Risiko, entdeckt zu werden, mussten wir eingehen. Ein größeres Problem waren die Zäune. Wir konnten sie nicht durchschneiden, mussten also irgendwie den scharfen Bandstacheldraht überwinden. Wenn wir heil draußen angekommen waren, mussten wir den Cops entkommen. Levi dachte sofort an ein Fluchtauto. Und er wusste, wen er dazu bringen konnte, es zu fahren. Seine Freundin Sadie Welker. Risikohäftlinge dürfen 2 Stunden pro Woche Besuch empfangen. Wie geht's, Baby? Gut, und dir? Besucher und Gefangene kommunizieren über Video. So müssen die Häftlinge den Gebäudetrakt nicht verlassen. Ich mag dein Tattoo. Lass mal sehen. Levi, wer ist denn der Glückliche? Du natürlich. Sadie einen Zettel zu geben, war unmöglich. Doch als der Wärter nicht hinsah, konnte Levi ihr signalisieren, dass wir abhauen würden und wo wir uns treffen sollten.
Ich muss gehen, Baby. Ich liebe dich. In den nächsten Wochen bereiteten wir die Flucht vor. Wir sammelten Müllbeutel und alte Zeitungen, um daraus Attrappen zu machen. Sie sollten die Wärter täuschen und uns einen Zeitvorsprung verschaffen. Dann färbten wir unsere Unterhosen mit Tinte, damit sie wie Turnhosen aussahen. Wir wollten, so wie wir draußen waren, unsere orangenen Overalls wegwerfen und als Jogger erscheinen. Schließlich durchsägten wir die letzten Halterungen und nahmen die Stangen heraus. Ich konnte kaum schlafen. Morgen würden wir ausbrechen. Am nächsten Abend Einschluss, Zählappell, Licht aus. Kaum waren die Wärter gegangen, setzten wir unseren Plan in die Tat um. Durch den Lüftungsschacht in den Vorratsraum zu kommen und abzuhauen. Wichtig war das Timing. Wir wussten, dass wir nur eine Stunde Zeit hatten, bevor die Wärter wiederkamen. Ich steckte meinen Kopf durch das Loch und wollte reinsteigen. Doch kaum war ich halb drin, merkte ich, dass wir ein Riesenproblem hatten. Was ist los, Mann? Ich steckte fest. Ich bin zu dick. Ich komme nicht weiter. Hol mich raus. Ich stecke fest. Ich krieg keine Luft. Ich steckte im Lüftungsschacht fest. Ich versuchte nicht panisch zu werden, obwohl die Wärter bald zurückkommen mussten. Levi zog mich raus. Ich war erleichtert, draußen zu sein, doch am Boden zerstört, dass ich nicht durchpasste. Aber wir wollten nicht aufgeben. Wir mussten sehen, was am Ende des Lüftungsschachtes war. Deshalb kletterte Levi rein. Er war 20 Kilo leichter und passte besser durch. Los, los, los! Levi, was machst du? Die Tür war nicht zu öffnen. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Okay, komm wieder raus. Wir mussten irgendwie aus dem Vorratsraum rauskommen. Es war der einzige Fluchtweg. Die Tür ist unsere einzige Chance. Ich überlegte, wenn ich mich mit Pomade einschmierte, könnte ich mich durch den Schacht quetschen. Aber da war noch die verschlossene Tür. Wir könnten den Knauf mit einer der Stahlstangen abschlagen, aber das wäre viel zu laut. Dann hatte ich eine Idee. Die Häftlinge sahen oft gemeinsam Football im Fernsehen. Vielleicht konnten wir den Lärm bei der Übertragung zur Tarnung nutzen. Ja!
Es war riskant, weil die anderen so nahe waren, aber wir nahmen die Stangen raus. Dann kletterte Levi rein. Ich gab ihm eine Stange zum Abschlagen des Türknaufs. Der Krach, den Levi dabei machte, war unglaublich. Aber wir mussten weitermachen. Endlich gab das Türschloss nach. Wenn ich jetzt durch den Schacht hindurchkam, war die Freiheit nahe. Wir waren fluchtbereit. Sobald die Wärter weg waren, fingen wir an. Wir hatten nur eine Stunde bis zu ihrer Rückkehr. Wir bauten die Attrappen und hofften, dass die Wärter darauf reinfallen würden. Ich nahm das Lüftungsgitter ab. Dann zogen wir die Stangen heraus. Ich schmierte meinen Körper mit Pomade ein und hoffte, dass es half. Der Trick mit der Pomade war perfekt. Unter unsere Overalls stopften wir Deckel, die uns vorm Stacheldraht schützen sollten. Dann rannten wir zu den Zäunen. Wir wussten, dass man uns entdecken konnte, aber dieses Risiko mussten wir eingehen. Ich gehe zuerst. Wir erreichten den ersten Zaun und kletterten rauf. Dann warfen wir eine Decke über den Stacheldraht. Der Stacheldraht war mörderisch, aber wir mussten rüber. Oben auf dem Zaun war ich völlig ungeschützt. Es gab kein Zurück mehr. Sobald ich drüber war, kam Levi nach.
Auf der anderen Seite angekommen, sahen wir hoch. Du hast sie oben gelassen. Die Decke hing fest. Ohne sie würde uns der Stacheldraht auf dem zweiten Zaun übel zurichten. Deshalb begannen wir zu graben. Komm mal, los! Die Wand! Geh lang, geh lang! Der Boden war weich und in wenigen Minuten war das Loch groß genug, um durchzuschlüpfen. Hinter dem zweiten Zaun waren wir endlich in Freiheit. Bei der ersten Gelegenheit zogen wir unsere Gefängnis-Overalls aus und unsere gefärbten Boxershorts an. Dann liefen wir nach Norden, wo hoffentlich Sadie auf uns wartete. Ich erhielt einen Anruf, dass Rondell Reed und Leviticus Taylor aus dem Gefängnis ausgebrochen waren. Ich fragte mich, wie sind sie rausgekommen? Wohin sind sie geflüchtet? Wer ist ihr Helfer? Wir warnten alle umliegenden Polizeistationen, dass zwei sehr gefährliche Häftlinge ausgebrochen sind. Ich wollte sie so schnell wie möglich wieder hinter Schloss und Riegel sehen. Nach ein paar Straßen war ich erschöpft. Mein Knie brachte mich um. Seit dem Autounfall war ich nicht mehr gelaufen. Ich brauchte eine Pause. Als ich eine Bank sah, blieb ich stehen, um zu verschnaufen. Eine Sekunde Pause, okay? Ich muss mich erholen. Nur eine Sekunde. Hey! Levi! Levi! Von Levi im Stich gelassen, wurde meine Flucht viel schwieriger. Levi! Levi! Levi war weg. Ohne das Fluchtauto seiner Freundin hatte ich nur eine Wahl: zu Fuß weitergehen. Ich stolperte auf die Bahngleise und folgte ihnen nach Norden. Mein Knie schmerzte höllisch und ich konnte den Fuß nicht richtig heben. Aber ich musste weiter. Ich wusste, dass die Polizei des ganzen Bezirks mich schon suchte. Wir müssen alle warnen. Sie konnten überall in Florida sein, denn wir wussten nicht, in welche Richtung sie gegangen waren. Was gibt's Neues? Ich glaube, sie sind nordwärts geflüchtet. Die Erfahrung zeigt, dass Leute vor ihrer Flucht Kontakt mit jemandem draußen aufnehmen, damit sie dann nicht auf sich allein gestellt sind.
Ich sah mir Levi Taylors Besucherliste an, auf der öfter der Name Sadie Walker stand. Ich wollte jeder möglichen Spur nachgehen. Dann rief mich die Polizei von Stewart an. Sie waren Sadie Walker begegnet. Sie hatten sie wegen eines kaputten Rücklichts angehalten. Der Beamte berichtete von einem Tattoo an ihrem linken Auge. Dort stand Levi. Bei ihr war ein unbekannter Beifahrer im Auto. Es war möglich, dass es sich dabei um Leviticus Taylor handelte. Jetzt nahmen die Dinge ihren Lauf. Aufgrund all dieser Informationen wollte ich sie finden, herbringen und verhören. Bei Tagesanbruch stieß ich auf ein leerstehendes Haus. Es war das perfekte Versteck. Ich war erschöpft. Mir war klar, dass die Verfolger näher kamen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie Levi schon gefasst hatten. Ein Beamter brachte Sadie ins Polizeirevier. Beim Verhör wählte ich die sanfte Gangart. Ich wollte vermeiden, auf ihre Hilfe bei der Suche nach Levi verzichten zu müssen. Es war noch jemand im Auto. Wer war das? Weiß nicht. Sie schien kein bisschen nervös zu sein. Sie lachte und grinste. Als ich sie fragte, war es ein Mann oder eine Frau, wollte sie es nicht sagen. Das wissen Sie nicht? Nein. Es gab keinen Grund, sie festzunehmen. Ich war unzufrieden, als sie ging, weil ich überzeugt war, dass sie wusste, wo er war. In meinem Versteck hatte ich schreckliche Albträume. Bilder aus dem Gefängnis. Von der Flucht. Und vom Mord an meinem früheren Chef. Ich wusste, ich musste das Haus verlassen und weiter. Während der Ermittlungen entdeckte ich ein Posting auf Sadie Walkers Facebook-Seite. Da stand Freiheit für Levi. Das fand ich verdächtig. Beim Verhör hatte sie mir gesagt, dass sie nichts von seinem Ausbruch wüsste. Ich sah das Posting als Ausdruck ihrer Freude über seine Freiheit an. Wir entschieden, sie noch einmal zu einem Verhör abzuholen. Als ich in die Straße einbog, hatte sie eine Reisetasche bei sich und ging zu ihrem Auto. Im zweiten Verhör wollte ich ein Geständnis von ihr. Mein Hauptanliegen war, Leviticus Taylor zu finden. Sadie sollte sagen, wo er ist.
Was wollte sie mit der Reisetasche? Wohin wollte sie? Ich setzte sie mehr unter Druck. Wohin wollten sie? Weg von hier. Ich wurde nachdrücklicher, merkte aber bald, dass ich etwas zu viel Druck ausübte. Sie sagen nicht alles, was sie wissen. Sie begann, ein bisschen auszupacken. Er war hinten im Auto. Als sie angehalten wurden? Sie sagte, dass Taylor im Auto war, als der Polizist mit ihr sprach. Sie war wegen eines kaputten Rücklichts angehalten worden. Der Polizist hatte sie mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Die beiden wussten nicht, was sie tun sollten. Wo sollte er sich verstecken? Sie wurden etwas panisch und beschlossen, erstmal zum Walmart zu fahren. Er sollte hinter dem Gebäude warten, bis sie zurückkamen. Dann wollten sie einen endgültigen Plan machen. Ich fuhr zum Walmart und ließ ihn an der Rückseite raus. Walmart. Das war der Durchbruch. Jetzt wussten wir, dass er noch in der Gegend war. Wir rasten zum Walmart. Da kam eine Funknachricht. Hey Bill, ich glaube, wir haben ihn. Das war Detective Doherty, der angab, Levi gefasst zu haben. Und tatsächlich, am Straßenrand stand unser Gesuchter. Wie heißen Sie? Ihr habt mich. Ich bin Levi Taylor. Ich war begeistert. Ein tolles Gefühl. Meine Erleichterung war das schönste Gefühl, das ich seit langer Zeit hatte. Er wurde aufs Polizeirevier gebracht, wo ich ihn im Verhörraum zur Flucht und dem möglichen Aufenthaltsort von Rondell Reed befragte. Ich hatte den Eindruck, dass der gefährlichere Flüchtling noch frei war. Es gibt einen Häftlingskodex. Wir verraten keinen. Wir sagen niemandem was über irgendwelche Pläne. Daran hielt er sich. Wo ist Rondell Reed? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Er sagte, bringt mich zurück in meine Zelle. Ich sage nichts. Kein Wort. Ich verpfeife keinen. Ihr müsst ihn schon selbst finden. Es war schon Nachmittag, als ich aufwachte. Ich verfluchte mich, dass ich noch so nahe am Gefängnis war. Jeder Muskel meines Körpers schmerzte, aber ich musste irgendwie weiter. Wir kannten die Fluchtrichtung von Reed immer noch nicht. Wir hatten keine Hinweise. Er war wie vom Erdboden verschluckt. Er hält dicht. Ich versuche es mal auf eine andere Art. Ich fragte ihn, ob er Hunger hätte und etwas essen wollte. Wir wissen, dass gutes Essen aussagewilliger macht. Während er aß, fragte ich ihn weiter nach Rondells möglichem Fluchtziel. Ich war sicher, dass er etwas wusste. Ich machte ihm klar, dass es äußerst wichtig war, den Burschen zu fassen. Ich bat ihn, mir ihren Fluchtweg zu zeigen. Wie wäre es, wollen wir jetzt losfahren und nachsehen? Jetzt gleich.
Ja, sind Sie bereit? Nehmen Sie Ihr Essen ruhig mit. Überraschenderweise stimmte er zu. Wir fuhren den Fluchtweg entlang. Taylor sagte, dass Reed eine Pause auf einer Bank gemacht hat. Links sehen Sie gleich eine Bank. Da drüben steht sie. Er sagte, er glaubt, dass Rondell Reed noch in der Gegend ist. Bin mir ziemlich sicher. Das war ein entscheidender Moment. Wir konnten die Suche nach Rondell Reed wieder aufnehmen. Levi gab uns einen Hinweis, wo wir suchen sollten. Das war eine heiße Spur. Rondell war noch in der Gegend. Wir schickten unser Spezialeinsatzkommando hin. Es war eine Enttäuschung. Es kam nichts dabei heraus. Wir wussten gegenwärtig nur, wo er war, als Levi ihn verließ. Wir hatten keine Ahnung, wo er jetzt sein könnte. Er war einfach weg. Verschwunden. Ich musste aus dem Bezirk Indian River weg. Je länger ich hier war, desto größer war die Gefahr, geschnappt zu werden. Ich lief fast 20 Kilometer bis zum Städtchen Sebastian. Während ich vorsichtig durch die stillen Straßen schlich, entdeckte ich eine Autowerkstatt. Eines der Autos dort sollte mich aus Florida herausbringen. Das Glas verletzte meine Hände, aber das war mir egal. Das Auto war wichtiger. Nachdem ich darin auch noch $20 fand, fühlte ich mich als Millionär. Ich zog die alten Klamotten an und versuchte, die Zündung kurz zu schließen. Es klappte nicht. Ich lief weiter. Reed war professioneller Autodieb. Wollen Sie Ihren Namen nennen? Wir ließen uns jeden Autodiebstahl melden. Am nächsten Tag wurde die Polizei über zwei versuchte Autodiebstähle in einer Autowerkstatt informiert. Wir hatten eine Spur. Ich bat unsere Spurensicherung, zum Tatort zu kommen. Vor Ort entdeckten die Fahnder, dass sich Blut am Lenkrad befand. Irgendwelche Spuren? Ja, wir haben Blutspuren. Schnellstens ins Labor. Die DNS-Analyse ergab, dass es Rondell Reed war. Das war ein riesiger Erfolg. Wir wussten nun, dass er versuchte, in der Nähe Autos zu stehlen. Ich lief die Gleise entlang, bis ich wieder auf ein leerstehendes Haus stieß. Ich versteckte mich drinnen, um auf die Dunkelheit zu warten. Dann wollte ich aus dem Bezirk abhauen. Nebenan hielt ein Mann mit dem Auto und ließ den Zündschlüssel stecken. Endlich ließ ich Indian River hinter mir. Und die Polizei. Innerhalb einer Stunde wurden wir informiert, dass in der Nähe der versuchten Autodiebstähle ein Wagen gestohlen worden war. Eine gute Nachricht insofern, als es nur Rondell gewesen sein konnte. Genau das hatte ich von ihm erwartet.
In dem Moment glaubte ich, nahe dran zu sein. Mir war klar, dass es Rondell war. Die gute Nachricht, er war wieder aufgetaucht. Die schlechte, er war jetzt mobil. Ich nahm den Highway nach Norden. Ich wollte so schnell wie möglich weg aus Florida. Ich wollte ihn so schnell wie möglich fassen. Wir waren ihm wieder auf der Spur. Aber auf der Flucht konnte er vielen Menschen gefährlich werden. Verzweifelte Leute begehen Verzweiflungstaten. Ich fuhr stundenlang und bei Knoxville ging das Benzin zur Neige. Ich fuhr in die Stadt. Dort wollte ich entweder das Auto stehen lassen oder Bargeld zum Tanken rauben. Ich sah eine Chance. Eine Frau. Allein. Bargeld her. Sie wehrte sich und ich stach zu. Ich wollte sie nur verletzen. Die 150 erbeuteten Dollar waren wie ein Lottogewinn. Schon bald war ich wieder in Richtung Norden auf dem Highway unterwegs. Wir informierten alle Polizeidienststellen, dass er bewaffnet und gefährlich ist. Stunde um Stunde fuhr ich durch mehrere Bundesstaaten. In Ohio meinte ich, die Polizei endlich abgehängt zu haben. Dann sah ich Polizeilichter im Rückspiegel. Ich versuchte zu entkommen. Doch ich verfehlte eine Kurve und bevor ich mich versah, war es schon passiert. Nach dem Krankenhausaufenthalt kam ich zurück nach Florida. In Einzelhaft. Ich war sehr froh. Rondell Reed saß wieder im Gefängnis und konnte kein Unheil mehr anrichten. Ihn zu fassen war einer der schönsten Momente. Er hat's versucht, aber wir haben ihn gekriegt.